Eins. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mein Perfektes Gaming-Zimmer. Ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen erkältet aktuell. Ich hoffe, das nicht ganz so schnell, meine Stimme hört sich nicht zu kaputt an. Auf jeden Fall war letzte Woche Black Friday. Ich nehme das Video gerade ein bisschen im Voraus auf. Und ja, ich habe zugeschlagen. Ich habe ein kleines Schnäppchen gemacht und habe mir was gekauft. Was ich eigentlich gesagt hatte, werde ich mir nie kaufen. Und ja Leute, das ist das Paket. Das ist jetzt letzte Woche mit der Post angekommen. Also Black Friday ist jetzt eine Woche ungefähr rum. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das jetzt hier gleich mal und tun das dann gleich an meinem Setup aufbauen. Und ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel gelesen. Es ist das Elgato Stream Deck und zwar mit 15 Tasten, was ich übelst geil finde. Ich finde das Elgato Stream Deck ist einfach übertrieben geil. Ich finde so schweineteuer für 160 Euro. Meine Tastatur hat vergleichsweise 35 gekostet. Also schon ein krasser Unterschied und hier sind nur 15 Tasten drauf. Und ja, ich habe mir jetzt aber gedacht, ich gönne mir das mal und wir bauen es jetzt am Schreibtisch mal schnell auf. Und ja Leute, ich bin auf jeden Fall richtig gehypt gerade. Also es ist wirklich so ein Gadget, das wollte ich ja immer haben, aber ich fand es einfach so schweineteuer. Ich hätte es mir glaube ich zum Normalpreis auch nie gekauft. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das mal und es ist sehr hochwertig verpackt, muss ich sagen. Mit Schaumstoff und alles, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und dann haben wir es hier, das Elgato Stream Deck. Das ist eigentlich schon alles, jetzt könnte ich es theoretisch hier schon so herstellen. Allerdings ist hier ja auch noch diese Tischhalterung dabei und ich denke auch mal, dass ich die benutzen werde. Ich werde es wahrscheinlich irgendwo hier hinten zwischen Maus und Tastatur so unter Monitor setzen. So, dann würde ich sagen, bauen wir es mal auf. Es wird hier hinten einfach so eingeklappt und dann kann man es hier einfach so draufstellen. Bei so der Winkel, ich weiß nicht so ganz, ob der Winkel so geil ist. Ich glaube, das muss ich einfach ein bisschen ausprobieren. So könnte man es alternativ noch machen. Ich finde es so fast schöner. Und dann würde ich sagen, schließe ich das Stream Deck mal am PC an und richte es mal so ungefähr ein. Und dann sehen wir uns gleich am PC wieder. Dann kann ich euch noch grob erklären, wie man so ein Stream Deck einrichtet und so. Dann mache ich einfach ein kleines Tutorial noch mit raus. Und ja Leute, es sind mittlerweile 3 Wochen vergangen. Morgen ist Weihnachten, also wir haben jetzt schon fast Weihnachten. Das Video kommt sowieso, glaube ich, erst im Januar online. Also ich habe das Stream Deck auf jeden Fall jetzt schon eine Weile benutzt. Ich werde danach noch meine Meinung dazu sagen. Und ich habe es jetzt auch soweit schon mal eingerichtet, so dass es für mich halt gut ausgerichtet ist. Ich habe hier zum Beispiel Spotify, hier sind andere Programme drin. Philips Hue habe ich ein paar Einstellungen hier drin. Hier ist alles, was ich für einen Stream, OBS und so brauche. Hier ist für Hitfilm, Schnitt, Thumbnail erstellen und so, habe ich hier alles drin. Und hier sind Spiele. Ich kann quasi einfach hier die Hitfilm-Taste drücken. Man sieht es jetzt auch, also es aktualisiert sich immer oben und unten. Also ich blende euch auch die Ansicht vom Stream Deck an sich ein, weil es sich gleichzeitig, also es tut sich Lifetime aktualisieren, was ich schon mal sehr geil finde. Und ja, ich will euch im heutigen Video auch gleichzeitig mal zeigen, wie man das Ganze einrichten kann. Und zwar kann man hier oben mehrere Profile erstellen. Ich habe jetzt ein extra Profil erstellt, das Default habe ich gar nicht benutzt. Und man kann einfach hergehen und ein neues Profil machen. Das heißt jetzt in dem Fall Profil 1, kann ich natürlich auch noch umbenennen. Sieht genauso aus wie das Default-Profil einfach. Und dann hat man hier rechts quasi seine ganzen Optionen, die man auswählen kann. Zum Beispiel für System, Twitch, Twitter, YouTube, Voice Mode, Philips Hue, Tippy Stream und so weiter. Man kann dann noch weitere Sachen herunterladen über weitere Actions, wo es dann noch anderes Zeug gibt. Also man hat echt sehr viele Möglichkeiten dafür. Und die Basics würde ich jetzt eigentlich ganz gerne mal erklären in dem Video. Und zwar kann man hier zum Beispiel bei System hergehen und kann hier zum Beispiel Öffnen auswählen. Dann kann man hier jetzt hergehen, dann kannst du hier unten schön den Titel reinschreiben, was ich bei den meisten weggelassen habe, weil es dann hier oben dann so drin steht, was ich jetzt persönlich nicht so geil finde. Ich schreibe einfach mal Test rein, kann dem Ganzen dann noch ein Icon geben. Dafür habe ich hier jetzt mal einen Ordner angelegt, wo ich die ganzen Icons abgespeichert habe. Ich habe jetzt mal als Beispiel das Icon von Word ausgewählt. Damit könnten wir jetzt quasi, könnte ich jetzt hier noch das Programm Word auswählen. Das machen wir auch mal ganz kurz. Und dann kann ich jetzt einfach hergehen, hier den Schriftzug, wie gesagt, mache ich immer gern raus, weil er mich einfach nur nervt. Ich finde es so eigentlich am besten, man kann das Ganze hier auch frei platzieren dann. Und dann kann ich jetzt hier drauf drücken und dann öffnet es auch schon Word. Das Ganze gibt es auch hier für Webseiten und dann habe ich hier eine Direktverbindung zu YouTube, da öffnet es dann gleich die Internetseite mit YouTube. Und damit das Ganze irgendwann nicht zu unübersichtlich ist, sondern dass man es noch ein bisschen sortiert dann hat, hat man auch die Möglichkeit, hier einen Ordner zu erstellen. Natürlich kann man im Ordner ganz normal auch Titel geben, alles, kann ihm auch ein Bild zuweisen und so weiter.
Und den Ordner können wir jetzt ganz einfach öffnen und können hier drin dann zum Beispiel auch, dass ich sage, ich mache hier in diesen Ordner lauter Webseiten rein, Programme rein und so weiter. Das Ganze habe ich ja hier bei meinem Lazarstar-Profil schon gemacht. Hier bei OBS zum Beispiel habe ich hier mein ganzes Zeug für einen Stream, hier mein ganzes Zeug für einen Videoschnitt. Hier habe ich sämtliche Spiele, habe ich sogar gemacht, dass man hier noch so weitergehen kann. Also das sind die ganzen Spiele, die ich aktuell installiert habe. Hier bei Spotify selber. Dann haben wir hier Philips Hue noch mehrere Lampen und so weiter. Hier kann ich das Philips Hue Programm mit öffnen. Also man hat sehr viele Möglichkeiten auf jeden Fall damit. Ich finde das Programm auf jeden Fall sehr benutzerfreundlich gemacht, was ich schon mal sehr nice finde, auch für Leute, die sich da nicht ewig einlesen wollen und so. Ist es eigentlich ideal, weil man ohne viel Arbeit sich hier eigentlich zurechtfinden kann. Da das Stream Deck am meisten eigentlich auch von Streamern genutzt wird und so, habe ich mir gedacht, tue ich jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen, wie ich jetzt zum Beispiel für OBS einen Szenenwechsel und das ganze Zeug einfügen kann. Dazu habe ich jetzt den Ordner mal OBS genannt hier in dem Testprofil. Und wir haben hier nämlich OBS Studios. Ganz gibt es auch für Streamlabs OBS, was ich jetzt nicht benutze. Und ja, man sieht hier schon, es gibt einmal Szene, dann Mixer Audio, Aufnahme, Start, Stream und dann noch Quelle. Also ich könnte theoretisch auch hierher gehen und könnte hier jetzt machen, dass ich mit diesem Knopf, wenn ich ihn drücke, die Aufnahme starte oder beende. Was ich jetzt nicht machen werde, sonst bricht die Aufnahme ab, was nicht so nice wäre. Kannst natürlich auch wieder rauslöschen über den Mülleimer. Aber was wir jetzt machen werden, wir werden einen Szenenwechsel machen. Und zwar kann ich jetzt dann hier unten auswählen, in welche Szene ich will. Ich habe hier oben einmal die für die normale Aufnahme. Also so sieht es bei mir in OBS auch aus. Ich habe das hier so einmal untergliedert. Und dann habe ich hier die Aufnahmedinger und hier die ganzen Sachen für den Stream. Wir werden jetzt einfach mal Stream Talk machen. Und dann werden wir nochmal in diese Szene hier zurückkommen. Das ist nämlich Aufnahme 2. Und dann kann ich jetzt, man sieht es auch schon hier unten, ne? Die Szene, die gerade aktiviert ist, leuchtet auch anders, da man kann die Icons auch selber anpassen. Einfach Doppelklick drauf, dann kann man ein Bild auswählen. Und ja, ich kann jetzt quasi einfach hergehen und wechsle in den Stream. Also jetzt sind wir hier in meinem Stream Talk einfach drin. Oder ich drücke hier wieder drauf und das Ganze wechselt wieder in meine Aufnahme. Das Ganze gibt es dann auch für Quellen. Das Ganze habe ich ja schon bei meinem normalen Profil. Nämlich habe ich hier einmal die Bildschirmaufnahme, kann ich an- und ausmachen. Beziehungsweise auch die Hintergrundmusik kann ich lauter oder leiser machen. Das habe ich dann, habe ich auch so eine Taste für Minuten zum Beispiel. Und ja, man kann auf jeden Fall sehr viel damit machen. Und ja, ich will das Ganze jetzt auch nicht zu umfangreich machen. Wenn ihr Bock habt, dass ich vielleicht mal ein ausführlicheres Tutorial dazu mache, also ein richtiges Tutorial, das war jetzt nur so ein bisschen erklärt eigentlich mehr, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, dann können wir das gerne machen. Ich habe ja eigentlich am Anfang gesagt, damals als ich es ausgepackt habe, damit ich das Stream Deck Schwachsinn finde, muss ich ganz ehrlich sagen, der Meinung bin ich auch immer noch, ich finde für den Preis rendiert sich's eigentlich nicht so ganz, wenn man jetzt nicht streamt oder so, selbst da rendiert sich's nicht wirklich, ich habe sonst immer Hotkeys bei meiner Tastatur gehabt, das hat eigentlich meistens auch super funktioniert. Also ich finde, man braucht nicht unbedingt das Elgato Stream Deck dafür. Es ist schon richtig Premium und richtig geiler Luxus, muss man sagen. Also es erleichtert einen auch so den Arbeitsworkflow, zum Beispiel beim Schneiden und so weiter, wenn du einfach schnell deine Ordner aufrufen kannst. Ich könnte zum Beispiel auch Hotkeys einrichten fürs Schneiden, also dass ich dann hier zum Beispiel cutte und so darüber. Was auch übelst nice ist, es erleichtert das Ganze schon. Aber ich finde für 160 Euro oder wie viel das normal kostet, ist das Stream Deck einfach viel zu teuer, finde ich. So geil, wie es auch ist. Ich hätte es mir, glaube ich, auch wenn es nicht am Black Friday runtergesetzt gewesen wäre, hätte ich es mir nie gekauft. Es war ja da auf 90 oder 99 Euro irgendwie runtergesetzt. Und dann hatte ich ja noch dank Tomo und Nork insgesamt 50 Euro Amazon-Gutschein. Was hieß, ich habe das Ganze jetzt für so 40, 45 Euro bekommen. Was ich gedacht habe, da gönne ich es mir jetzt einfach mal. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zum Stream Deck in die Kommentare schreiben. Fandet ihr, es war Geldverschwendung oder hättet ihr es genauso gemacht? Was haltet ihr vom Stream Deck? Und ja, Leute, dann hoffe ich auf jeden Fall, euch hat das heutige Video wieder gefallen. Wenn ja, ich ein sehr positives Feedback freuen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!